Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Days Gone, weiterhin unterwegs beim Sägewerk. Und ich denke mal, in dieser Folge beenden wir dieses Desaster hier. Wir sind ja schon folgenlang dabei, die Horde hier, die größte Horde, die es im gesamten Spiel gibt, auszuschalten. 500 Freaker sind es insgesamt mal gewesen. Jetzt ist noch eine Handvoll übrig, die schläft gerade da drin, denn wenn wir auf die Map gucken, wir haben gerade 1.30 Uhr nachmittags, also bis die Nacht hereinbricht, das dauert noch eine ganze Weile. Ich war übrigens offscreen schon ein bisschen am werkeln, habe die Munition aufgefüllt, da war ich da drüben drinnen in diesem Dio-Lager. Hätten wir eigentlich schon vor Ewigkeiten mal machen können, habe ich nie gemacht. Jetzt haben wir 175 Schuss und 35 nochmal dazu und hier drüben 150 und 17 gerade noch im Magazin drin. Wir haben Molotovs, ganz viele, und zwar 6 Bierflaschen, 9 Lappen und 5 Kerosin, also wir können uns da auch einiges herstellen. Hier unten leider nicht so viel. Wir haben zwar ein bisschen Seelensetzling dabei, aber leider kein Schrott, also schießen können wir da nicht so viel, aber wir können mal gucken, ob wir da vielleicht was mit den Molotovs reißen können. Ich glaube aber fast nicht. Hier kommen wir nämlich auch nicht rauf, blöderweise. Ist ein bisschen doof gerade. Wir kommen da nämlich nirgends wohin. Nur der eine, der uns da gesehen hat jetzt, oder wie? Oh, es sind tatsächlich nur die hier. Oh. Na gut, das sollte man ja leicht lösen können. Haben die anderen das gehört? Kommen die jetzt auch gleich? Nee, die sind noch ruhig. Na gut, wieder 2 weniger. Ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Huch. Was flattert da rum? Ich würde gerne hier nach Schrott suchen, das geht ja nur leider nicht. Funktioniert das? Weiß nicht, ob da jetzt irgendjemand draufgehen wird. So, anhören tut sich's auf jeden Fall. Na, doch, guck mal. Immerhin 4 erledigt. Ist besser als niemanden. Okay, unser Bike steht irgendwo. Boah, das sind aber doch noch ganz schön viele hier. Ich habe das Gefühl, die werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Guck mal, 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 guck mal. Na gut, verziehen wir uns mal. Die geben ja dann eh auf, wenn die uns nicht mehr im Radius drin haben. Na, guck mal, da oben ist auch irgendeine Horde unterwegs. Man sieht das immer an den Vögeln, habe ich gelernt. So, und da sind sie auch schon wieder umgedreht. Ideal wäre es halt. Wenn wir hier einen Schalldämpfer permanent dabei hätten, das wäre wirklich ideal. Das Gefühl, die sind schon ein bisschen zu müde, um zu kämpfen. Die wollen nämlich alle schon wieder zurück schlafen gehen. Ob wir die jemals alle erledigen können? Das Lustige ist, die reagieren so gar nicht drauf. Ah, doch jetzt.
Aber halt auch wieder nur so eine kleine Handvoll, die darauf reagiert. Aber das macht nichts. Jeden, den wir killen, ist einer weniger, den wir später hier mit mühseliger Kleinarbeit erledigen müssen. Versuchen wir es nochmal. Wir haben genügend Munition, an der wird es nicht scheitern. Funktioniert das? Leider nicht. Ah, probieren wir es nochmal hier. War auch eine gute Idee damals. Ob die Idee jetzt immer noch so gut ist, ist eine andere Frage. Okay, die verfolgen mich gar nicht mehr. Na, das war ja eine magere Ausbeute. Hallöchen. Mit den Fässern und so, das war auch eine gute Idee, nur die können wir leider nicht transportieren. Oh, alle Molotows schon weg? Wie kann denn das sein? Vielleicht von da unten irgendwelche Bomben oder so auch herstellen? Nein, dann nicht. Sind irgendwie immer noch recht viele, oder kommt das nur mir so vor? Ich meine, jetzt sieht es nicht mehr so viel aus, aber das Problem ist halt die Despawn da hinten wieder. Aber wenn ihr da rausgestürmt kommen, sieht das aus, als wenn da wirklich noch die 500 wären. Ja, herstellen kann man es auch und benutzen. Auf Distanz geht das echt gut mit dem. Wenn man weiß, es ist ein bisschen der Abstand dazwischen, dann haut das wirklich gut hin. So. Was sagt er jetzt? Brüten die da drin? Das gibt's doch nicht. Wieder 12 Ohren. Okay, jetzt haben wir bald keine Munition mehr hier drin. Da müssen wir bald wieder nachladen, so wie es aussieht. Kommen die? Ich glaube schon. Zumindest teilweise kommen sie.
So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde mal wieder ein bisschen Munition holen und dann holen wir uns den Rest. Wir schießen die jetzt einfach über den Haufen. In Kombination mit dem Molotow hier und da haben wir ja auch noch ein paar. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier Munition, die wir uns immer wieder auffüllen können. Das kostet um die 100... Oh, guck mal, ein Lappen ist da hinten noch. Hallo? Hallo, hallo? Das kostet um die 100 Punkte und wir haben insgesamt genügend Punkte. Hallo, wo sehen wir das denn überhaupt? Fertigkeiten? Fertigkeiten Stufe 17? Wo haben wir denn die Punkte, die wir haben? Inventar, da wird es wohl stehen. Irgendwo, da unten. Wir haben 18.000 und hier 8.000, hier 14.000. Also ich glaube, da haben wir genügend. Da können wir genügend Munition nachholen. Da müssen die für uns von der Fabrik irgendwo anwerfen, so viel Munition, was wir jetzt brauchen werden. Jetzt sollten wir mal gucken, ob wir da unten nicht vorbeikommen. Oder hören die das? Ich würde nämlich gerne mal speichern. Guck mal, wie viele Öhrchen. Allein hier haben wir jetzt schon 50, 55, 57. Oh, da schlafen die direkt. Die haben das gerade nicht gehört, oder gerochen, dass wir da unten gerade sind. Das wundert mich ein bisschen. Ich würde nämlich gerne mal einfach speichern gehen. Unser Motorrad steht da unten irgendwo rum. Und dann gucken wir mal, was wir von der Seite hier so wieder erreichen können. Huch. Achso, aber nur so durchsliden. Sehr cool. Problem ist halt, von der Seite geht relativ wenig. Wir sollten vielleicht von hier schon durch den Tunnel wieder abhauen. Da können wir nämlich mit dem Molotow und so, da können wir die alle ganz gut reinreiten. Aber ich habe das Gefühl, es wird eh schon gleich wieder Nacht. Sollen wir die jetzt wirklich alle nur wegen dem einen hier, den wir erledigen können, aufhetzen? Na gut, drei würden hier sitzen. Ja, und da kommt der Rest. Na, versuchen wir es mal. Hier mit dem Molotow und so. Das klappt bestimmt ganz gut. Wenn da überhaupt jemand kommt. Also wirklich Interesse zeigen die ja nicht unbedingt. Nee, denen ist das eigentlich relativ wurscht. Da werden die ein bisschen länger, glaube ich, da drin in der Hütte schlafen, wenn wir die da nicht schlafen lassen. So, mal gucken, wie viel das bringt. Noch nichts. Noch haben wir da oben keine EP. Okay, das hat anscheinend überhaupt nichts gebracht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, der Molotow war wieder für den Arsch. Was fehlt uns jetzt? Kerosin fehlt uns jetzt. Auch wieder was Neues. Ah, warte mal. Oh, fuck. Ja.
klar. Da kann man nicht klagen. 12, 14, 18, 19, 21. Sehr schön. Ah, und die ging dann wieder raus. Guck mal. Da hinten sind übrigens auch wieder ein paar Wisch mit dem Molotow. Sie sind doch schon ausgeruht, so wie sie es anhört. So, solange da nur so ein paar Vereinzelte kommen, ist ja alles gut. So, aber jetzt kann da nicht mehr wirklich viel übrig bleiben, oder? Ah, noch eine kleine Handvoll. So. Und jetzt? Wo sind denn noch welche? Ist der da auch dabei? Ja, gut, dann nehmen wir halt die da. Ne, der war nicht dabei. Wo ist denn da jetzt noch jemand? Die sind ja alle tot. Da kann ja jetzt nirgendwo mal jemand sein. Die sind alle tot. Wieso haben wir denn keine Errungenschaft bekommen? Bleacher Ohr, sehr gut. Also quasi Horde abgeschlossen. Fehlt doch noch irgendwo jemand? Ich gehe mal ganz kurz neue Munition holen. Na nicht, dass wir das Ganze jetzt gemacht haben, ohne dass wir dann wissen, ob wir fertig sind oder nicht. Das wäre ja ein bisschen, würde ich sagen, dämlich, oder? Wie siehst du das? Ich finde das ein bisschen dämlich. Weil wir nehmen hier, oh, hier auch noch Munition. 16, naja gut, das geht ja. Wo sind die denn? Ich sehe keine Vögel. Sollen wir mal eine Runde schlafen oder so? Oder sind da oben vielleicht noch welche? Gehen die gerade irgendwo spazieren? Nee, aber eigentlich sind die weg. Man hört da zwar immer wieder im Hintergrund der Schreien, aber es ist einfach nur so ein Deko-Schrei. Nicht, weil da wirklich einer steht. Die sind eigentlich alle weg. Also laut meiner Auffassung hätten wir jetzt sie bekommen sollen. Sägewerk abgeschlossen. Ich gehe mal ganz kurz speichern. Vielleicht hauen wir uns mal ein bisschen aufs Ohr und kommen dann nochmal hierher. Wir können ja da hinten schlafen.
Könnte natürlich sein, dass hier irgendwo noch ein einziger rumspaziert. Denn wenn einer noch lebt von den allen, dann können wir die Mission trotzdem nicht erledigen. Also die Horde nicht erledigen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da noch irgendwo jemand ist. Hallo? Wieso kommt der denn da nicht rauf? Sind wir denn letztes Mal auch nicht raufgekommen? Ich weiß gar nicht. Warte mal, dann gehen wir da vorne lang. Ich meine, es ist ja eigentlich eine ganz normale Horde, selbst wenn das irgendwann mal an eine Mission geknüpft sein sollte. Was es ja ist, irgendwann mal bekommen wir eine Mission und da steht dann kille die Horde hier am Sägewerk, aber die haben wir ja schon gekillt, deswegen... Ja, mein Bett ruft mich so müde, dass er direkt einschlaft vorm Satz beenden. Theoretisch... Habe ich ja gelesen, also ich habe ja nicht theoretisch gelesen, sondern auch wirklich gelesen. Wenn wir die Horde vorher killen, dann wird die Mission einfach übersprungen. Okay, los geht's. Und die Horde wäre ja somit vorher gekillt. Oh, guck mal. Schauen wir nochmal. Keiner da. Null nada. Sollen wir vielleicht einfach mal warten, bis die Mission kommt? Irgendwann mal. Aber ich dachte, wir bekommen jetzt schon die Einblendung, Horde erledigt. Weißt du, was wir jetzt mal machen werden? Wir werden jetzt mal zurückfahren, hierhin, zu Iron Mike. Müssen wir da hin? Schneller ist nicht möglich. Achso, Mike ist zu weit entfernt. Ach, tatsächlich, fahre zur Position. Wir müssen da ja so oder so hin. Na gut, dann machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Und dann fahren wir nochmal hierher. Wir machen diese Schnellreise jetzt einfach nur mal so quasi kurz zwischendurch. Fahren dann aber wieder zurück hierher. Oh, warte mal, da vorne liegt vielleicht noch jemand. Ah, das war auch nicht der Richtige. Angeblich lebt irgendwo noch einer. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, ist das Bike jetzt eigentlich schon wieder nah genug dran für eine Schnellreise? Yo. Mission abwählen? Ne, möchte ich ja gar nicht. Ich möchte hier hin. Schnellreise. Und dann reisen wir wieder hier zurück. Und dann sehen wir ja, wie viele da jetzt stehen. Ob da jetzt wieder alle 500 stehen? Ja, wenn ja, dann gehen wir wieder. Dann machen wir das definitiv nicht jetzt. So, auftanken müssen wir blöderweise jetzt aber auch. Denn ich glaube, das wird nichts werden mit dem Tank. Ich bin es! Der Retter in Not. Hey, mach auf! Ey, huch, was ist jetzt los? Oh! Ah, da schmiert mir das Spiel ab. Sehr gut. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum wir da keine Einblendung bekommen haben. Okay, wir starten nochmal ganz kurz neu rein. Vielleicht hat sich das Spiel jetzt gedacht, der Muckimuck hat da ganz viele Leute erledigt. Jetzt ist er aber mal wieder irgendwo anders. Da passt was nicht. Da schmieren wir lieber mal ab. Na gut, wir sind aber relativ schnell wieder drin, also überhaupt kein Problem. Machen wir gerne mal on-screen in der Folge. Dann seht ihr das mal, dieser... Eine Minute, was ich da brauche. So. Durch die neue SSD, die wir hier eingebaut haben, klappt das ja relativ gut. Auf jeden Fall ein zeitlicher Vorsprung, im Gegensatz zu meinem alten PC. Ich habe ja den hier jetzt seit ein paar Monaten mit den neuen, besseren, schnelleren Festplatten. So, jetzt sind wir wieder hier. Schauen wir mal, ob er wieder abschmiert. Hoffentlich nicht. Moment, den kenne ich. Aufmachen. Nee, diesmal ist alles gut.
So, dann fahren wir mal ganz kurz auftanken, vielleicht auch ein bisschen reparieren. Geht's um dein Bike? Jupp. Ich schau mich nur um. Nee, ich will eigentlich... Oh, da wollte ich nicht hin, ich bin hier, deswegen da. Du brauchst echt viel Benzin. Naja, meine riesen Weltreise, was ich hier okay. mal zurücklege, eh klar. So, und dann markieren wir uns nochmal ab. Wir können ja wieder eine schnelle Reise hier hinten machen. Will ich aber gar nicht. Ich will jetzt hinfahren. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Tschüssi. Dankeschön, mein Lieber. Und dann gucken wir mal, ob da hinten jetzt irgendjemand rumsteht. Es könnte natürlich sein, dass wir einen einzigen haben, der sich jetzt so gut versteckt hat und die Horde dann wieder sukzessive nach oben bringt. Es könnte aber genauso gut sein, nachdem er das hier an die Mission verknüpft. Ach du Scheiße! Wer schnappt uns da denn jetzt weg? Hä? Was ist denn da passiert? Irgendjemand snipert da! Au! Wo war ich? Voll aus dem Konzept gebracht. Es könnte natürlich genauso gut sein, dass sich da irgendjemand versteckt und der die Horde jetzt sukzessive wieder nach oben bringt. Also gut, auf 500 wird ein bisschen schwierig werden. Ja. Es könnte aber auch sein, dass wir die Mission oder beziehungsweise die Meldung, dass wir das hier alles erledigt haben, erst dann bekommen, wenn wir hier missionsmäßig her müssen. Aber da ist keiner mehr. Da unten ist alles leer. Und da oben auch. Keiner mehr da. Nee, keiner mehr da. Gut, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Horde hier erledigt ist. Spätestens dann, wenn wir die Vision haben, wissen wir es ja. Ansonsten, die XP haben wir eingesteckt. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine ganz kurze schnelle Reise zurück. So. Gucken wir mal. Die Mission haben wir, glaube ich, erledigt. Selbst wenn da jetzt noch einer ist, der soll halt sein. Irgendwann mal werden wir die Mission bekommen. Cleare alles, was sich dort noch bewegt. An der Sägemine. Oder an der Sägemine, sage ich mal. Sägewerk natürlich. Und dann werden wir ja sehen, was dort noch liegt. Wenn dann wieder 500 sind, dann bin ich ein bisschen traurig, aber wir haben die XP zumindest mitgenommen. Und wir wissen schon mal, wie wir die erledigen können. So, ich park mal hier, Alter, komplett eingefroren da hinten. Schon wie man mit dem überhaupt noch fahren könnte, ist mir ein Rätsel. Und der rennt hier rum, ohne Jacke oder sowas, nur in dem Biker-Outfit. Ja, ich weiß ja nicht, dem muss ja richtig kalt sein. Dick? Ich habe, über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Ach, zu Fuß gehen wir dahin. Oh Gott, oh Gott. Los geht's. Ich jogge hier gemütlich. Was heißt denn, ob ich da mithalte? Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Oh. Scheinen einige zu sein. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ja, lass mich das machen. Okay, das überlasse ich dir gern. Oh. Ich dachte, wir können die im Nahkampf oder so erledigen. Na, Kopfschmerz. Ob die im wirklichen Open World hier auch im Schlamm stecken? Ich glaube fast nicht. Ich denke mal, das wird nur missionsmäßig jetzt hier so sein. Sehr schön. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Oh Gott, Skizzo. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss.
Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Vitruvius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Bleib mal lieber stehen! Bleib mal lieber stehen! Mein alter Herr, guck mal. Okay, okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Von einer Horde zur nächsten. Oh, 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 oh. Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ja. Okay, okay. Komm schon, mir nach. Halt, 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 halt! Dir nach? Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Was hat der denn vor? Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen übermütig, nachdem wir gerade die 500 erledigt haben. Ach du Scheiße, das ist aber auch eine Riesenhorde mal wieder. Das sind auch mindestens wieder 100. Och du Scheiße. Eieieiei. Alter Mann, was machen wir hier? Wir haben viel zu wenig Munition dafür. Wir haben gar nichts dabei, was wir werfen können. Hat der überhaupt eine Waffe mit? Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Warte, warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Boozer ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Ich weiß nicht warum. Genauso wie da drüben. Wir haben getötet und getötet und getötet und getötet, aber es werden irgendwie nie weniger. Er hat eine Pistole dabei. Ich weiß nicht, ob man mit dem viel anrichten kann. Und das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Eigentlich macht das Sinn. Jede Nacht kommen Horden aus Kalifornien, also jetzt beispielsweise nehmen wir mal eine Großstadt hier, beispielsweise San Francisco, beispielsweise Los Angeles, da leben ja ein paar Leute. Und wenn sich dieses Virus, was natürlich auch so sein wird, weltweit ausgebreitet hat, dann eben auch in den Großstädten, und wenn dort nur ein kleiner Bruchteil, sagen wir mal 1000 Leute von diesen Millionen, die dort wohnen, jede Nacht hierher kommen, dann kommen welche und kommen welche und kommen welche und kommen welche. Und die kommen quasi endlos weiter, weil immer wieder neue kommen. Da kommen mal 500, dann kommen mal wieder 600, dann kommen wieder 1000, aber das ist nur ein kleiner Bruchteil von der großen Menge, die sich beispielsweise jetzt in Los Angeles noch rumtreiben. Und all die kommen hierher, das wird Sinn machen. Wir killen die hier und die, die wir killen, kommen gerade über den Highway schon wieder in der nächsten Horde zurück. Ich hoffe, wir müssen die da oben nicht killen, wir sind nämlich ziemlich schlecht ausgerüstet dafür. Ja, der zieht schon wieder seine Waffe. Warum denn? Jetzt ist ja niemand mehr hier. Meine kann ich nicht ziehen, komischerweise. Alter Mann, was machen wir denn jetzt? Ich guck mal, wo er hinläuft. Ja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Weil sich die eben auch wieder in Horden zusammenrappeln, die dann abgesplittet werden von denen, die da bleiben. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst.
Naja, angreifen können wir die schon. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Ich wollte gerade sagen, können wir das nicht irgendwo anders klären als direkt vorm Eingang? Was ist, wenn uns da irgendjemand sieht von denen? Gehe mit Iron Mike zum Lost Lake Camp. Lava unter dem Gestein. Meine Knie sind aufgewärmt. Haben wir das Ding da eigentlich schon gelesen? Ich glaube schon. Du mithalten kannst. Warte mal ganz kurz. Okay. Okay, wir können da gar nichts lesen. Okay, Iron Mike, ich komme. Sorry. Ja, mithalten. Natürlich können wir mithalten. Wir sind da gerade hierher gejoggt. Eine Höhle einstürzen lassen? Warum können wir denn nicht gleich zum Sägewerk gehen von hier? Das wäre ja noch besser. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Wir haben schon ein paar erledigt, deswegen wissen wir da Bescheid. Wir haben die größte Horde eigentlich erledigt, nur das Spiel weiß es nicht. Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft. Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen, der noch flog. Du etwa noch nie? Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen, während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Und erschossen werden, wenn man denen zu nahe kommen. Darf man nicht vergessen. Wir sind mit denen noch nicht ein Team. Ich bin ihnen hoch zu den Rottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Aber dann müssen wir jede Höhle sprengen, denn selbst wenn wir eine sprengen, gehen die halt in die nächste. Die, die innen sind, können wir erledigen, aber der Rest... Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber... Um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke. In ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. Na bitte weiß nur nicht den Schizo ein in unser Vorhaben, in unsere Mission. Denn ich habe das Gefühl, der wird dann wieder irgendwas dagegen reden und zum Schluss machen wir das vielleicht doch nicht. Weil dem Schizo, den vertraue ich immer noch nicht so wirklich. Seit uns der da hingejagt hat zum Flugzeug, zu dem Abgestürzten und wir sollten dort das Mittel nehmen, die Antibiotika nehmen für Boozer. Natürlich haben sie ihm geholfen, aber dass er dafür einen Krieg mit den Rippern riskiert, dass er dafür riskiert, dass hier alles den Bach runtergeht und das Ganze dann aber uns in die Schuhe schiebt. Der Schizo ist mir nicht so wirklich geheuer. Und wie es da mit den Höhlen funktioniert, der Plan natürlich ist ganz gut. Da haben wir aber blöderweise halt nur eine einzige Höhle. Und wir wissen ja selbst, wir waren mittlerweile schon bei ein paar Horden, haben ein paar Horden erledigt und trotzdem sind wir da erst bei um die 20%. Wir haben gerade eben hoffentlich die Horde erledigt da drüben beim Sägewerk. Das waren 500 und die wohnen in keiner Höhle. Die wohnen einfach
im Sägewerk und übernachten dort. Überwintern ist vielleicht ein bisschen arg, aber übernachten dort oder übertagen dort, muss man ja fast sagen, denn nachts sind die ja eh draußen unterwegs. Es ist natürlich mal ein guter Anfang, dass man sagt, okay, man pickt sich mal die Höhlen raus, wo man weiß, das ist ein Schlafplatz, erkennt man ja. Man weiß ja genau, wie es dort aussieht, dort, wo das Blut liegt, dort, wo der Dreck liegt, dort, wo die Zweige liegen. Man erkennt das ja, wo die schlafen, wo die hausieren. Ist natürlich ein guter Anfang, dass man sagt, okay, da ist eine Höhle und man bringt die zum Einstürzen. Man sprengt den Ein- und Ausgang und dort kommt niemand mehr rein und all die, die drin sind, verrecken dort drin. Und irgendwann mal hört es auf zum Stinken und irgendwann mal kommt keiner mehr nach. Ist ein guter Anfang, ich habe aber nur ein bisschen Bedenken, weil ich mir denke, wenn wir eine Höhle einstürzen lassen, gehen die halt in irgendeine andere. Ich glaube, die werden irgendeine andere Höhle finden und wenn es keine Höhle ist, dann stellen sie sich in ein Haus und wenn es kein Haus ist, dann stellen sie sich unter einen Baum. Aber die werden irgendwas finden, um zu übertagen. Wirklich auslöschen wird schwierig. Aber ein guter Anfang, definitiv. Ein guter Anfang, Lava unter dem Gestein, 2000 XP dafür. Ein guter Anfang, ich bin schon sehr gespannt, ob das funktioniert. TNT brauchen wir und das ist halt nur eine Höhle von vielen. Das Vertrauen steigt auch bei Iron Mike auf 9.863 von 12.500. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, Stufe 2, wir kommen dir immer näher. Verdienter Unterhalt 19%, wenn ich für das Camp arbeite, darf Fusa bleiben. Auch hier sind wir gerade mal bei einem Fünftel. Also das wird noch lange dauern, bis wir hier fertig sind. Und wir alle taten Dinge bei 31%. Sam, John, du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich habe gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Was? Ja, Skizzo, ich habe zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Aber wie redet denn der mit uns? Ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Boah, ich mag den nicht. Also, der Skizzo ist mir so ein richtiger, unsympathischer Arsch. Ich mag den nicht. Oh, ich dachte, das ist eine Bierflasche, die wir mitnehmen können. Ich habe beim Tierschutz gearbeitet. Ja, ich nicht. Aber deine Geschichte haben wir schon ein paar Mal gehört. Sieh doch, was sie getan haben. Fahre mit Iron Mike zu Sherman's Camp. Oh, da fahren wir hin. Interessant, da waren wir ja schon mal. Da haben wir das Listenmesser damals gefunden. Da seht ihr das hier oben. Ja gut, dann können wir ja eigentlich gleich zur Farm, wenn er das ja unbedingt möchte. Da unten müssen wir ja auch noch hin. Guck mal, Burley Lake, infiziertes Gebiet, da haben wir die Nester. Und hier oben beim Dearborn ist auch ein Hinterhaltscamp. Das sollten wir auch nochmal erledigen. Und dann können wir ja eigentlich hier nochmal vorbeischauen, ob wir möglicherweise hier noch irgendjemanden finden bei diesem Sägewerk. Mal schauen. Und ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Erstmal die Mission starten und dann gucken wir mal, ob das funktionieren wird mit der Höhle. Ich habe ein bisschen Bammel, aber wir lassen uns mal überraschen. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Days Gone. Tschüss!